müssten bald den Turm erreicht haben, oder? Ach du Heilige, nee. Ich glaube schon. Ich geh wieder. Was ist das? Sieht aus wie ein Grab. Ich glaube, der Turm ist genau über uns. Ich hoffe, wir können sie noch überraschen. Finden wir einen Weg nach oben. Das hat doch wieder irgendwas mit Rätsel zu tun. Wollte ich gerade schnell lesen. Eine Gedenkschrift für meine Blutsbrüder. Wir folgen Meisterin Alex auf dieser Insel. Zbiti, die sie Nummer 46 getauft hat. Unsere Bemühungen haben Wohlstand auf diese Insel gebracht. Aber noch wichtiger ist, dass wir gekommen sind, um der Meisterin zu helfen, ihren Wunsch nach Wiedergeburt zu erfüllen. Ihr habt eure Aufgabe hervorragend erfüllt, selbst bei eurer letzten Aufgabe, die Meisterin wertvolle Daten zu liefern, auf Kosten eures eigenen Lebens. Unsere Knechtschaft für die Meisterin verbindet uns. Ihr seid meine Kollegen und meine Freunde. Ich werde der Meisterin helfen, die Arbeit zu verenden, die wir gemeinsam begonnen haben. Ich verspreche euch, dass eure Opfer nicht vergeblich waren. Mögt ihr in Frieden ruhen. Wenn ihr nach der Wahrheit trachtet, müsst ihr euch gefallenen Kameraden der Reihe nach die letzte Ehre erweisen. Erst dann könnt ihr eure Ketten der Sünde abstreifen. Der erste war immer Tolkien, er hat kein Grab. Der zweite trägt sein Antlitz auf dem Rücken. Der dritte ist der dritte Nachbar des vierten, aber in der Reihe davor. Fried hat seinen Kopf verloren. Ein Rätsel, ich habe so wenig Bock drauf. Müssen wir so die Gräber untersuchen oder was? Und dann können wir einfach weiter. Wo sind wir hier? Er ist nicht mein Freund. Er ist unser Bossgegner. Schon gut. Mist. Hör zu, ich muss dir was erzählen. Mir ist was aufgefallen, als Neil bei uns war. Sein Armreif hat nie die Farbe gewechselt. Ich meine, die lebenden Toten sind von überall herangestürzt. Er musste doch Angst haben. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Verstanden? Ende der Diskussion. War eingeweiht und wusste von allem. Sein Armband war nicht aktiviert. Diese Liste. Neil hatte sie auf der Party. Aha. Chavez, Redfield. Da stehen alle unsere Namen drauf. Es tut mir echt leid. Hey, sieh! Natto.
erste Kandidatin isoliert. Gute Arbeit. Jetzt sind Sie an der Reihe, Ihr Versprechen ein. Was haben Sie? Sie wollten eine Ouroboros-Probe? Jetzt haben Sie einen, Schoßhund. Sie wissen einen Scheißdreck über mich. Ich weiß, dass Sie Lansdales Marionette waren. Ich hab doch gesagt, als Weltraum vor 7 Jahren die Terra Grecia-Panik auslöste, hielt die SBC die Fäden in der Hand. Der alte Mann ging drauf, aber er war schlau genug, zuvor seine Nachfolge zu regeln. Sie haben mich benutzt. Weil Sie ein Idiot sind. Sie dachten, Sie könnten eine neue Terrorismusgefahr inszenieren, um die FBC zu legitimieren. Ungeheuer wie Sie könnte das nie verstehen. Claire? Weinst du etwa? Stuart, ich habe eine Liste der TerraSafe-Mitglieder zusammengestellt, die am besten für diese Runde der Experimente geeignet sind. Sie haben alle Erfahrungen mit Bioterrorismus und Viren. Die psychologische Beurteilung haben alle mit Bravour bestanden. Sie alle haben unaussprechliche Quellen erlebt und sind in einem Stück davon gekommen, was auf eine starke Resistenz gegenüber emotionalem Trauma hindeutet. Nummer 6 war zwar nie direkt im Bioterrorismus eigentlich involviert, aber ihre Testergebnisse waren vielversprechend. Also habe ich sie ebenfalls mit aufgenommen. Alles in allem denke ich, dass dies eine starke Kandidatenliste ist. Bin sicher, Sie werden mir da zustimmen. Es liegt jetzt alles in Ihren Händen. Ich werde da draußen sein, falls Sie irgendetwas benötigen. Fischer, Neil, Redfield, Claire, Chavez, Gabriel, Foley, Gina, durchgestrichen, Burton, Neura, Fernandes, Pedro, durchgestrichen, Coda, Natalia, durchgestrichen, Thompson, Edwards. Nein, ich sehe jetzt nur einiges deutlicher. Ich will die Munition dort. Und Dev. Den Verbesserungskit gelegt. Letztes Mal im Brand zugelassen. An meine Mitvisionäre. Die Zeit ist endlich gekommen. Also alles kann so, wie ich es gesagt habe. Was jetzt noch bleibt, ist die Erfüllung von ihrem Teil der Vereinbarung. Und dann kann ich abschließen, was wir vor 7 Jahren begonnen haben. Nur eine kleine Probe ist alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern. Aber die Welt verändert sich bereits. Und nicht in eine gute Richtung. Die jüngsten Ereignisse in Afrika sind ein Beleg dafür. Solch Wahnsinn wird sich wiederholen, bis außer Trauer und Verzweiflung nichts mehr übrig ist. Die Welt braucht jemanden, der das Ruder ergreift und sie durch diese stürmischen Zeiten führt. Lansdale hatte natürlich recht. Was er in Terra Grecia versuchte, sie nannten ihn einen Schurken, aber er ist ein Held. Er versuchte uns zu retten. Ich verstand das genau wie ihr auch. Ich werde alles tun, was nötig ist, um seine Visionen Realität werden zu lassen. Er als Einziger erkannt, dass Opfer notwendig sind und das Gute darauf aufgebaut werden kann. Selbst wenn das bedeutet, mit dem Teufel persönlich einen Handel zu treiben. Ja. Schließt also an die Geschichten aus Revelations 1 an, mit Terra Grecia und dem Verrat und dem. Das ist doch sowas von eine Falle. Tappen wir mal hinein.
Neil? Neil! Ich dachte, es war richtig, was ich tat. War es nicht. Geh weg von mir! Können wir jetzt erschießen, während er mutiert? Das wird deutlich leichter. Die FBC kann nicht wiederbelebt werden. Ich habe Lansdale enttäuscht. Warum? Wir haben eine Schrotflinte. Warum lassen wir den mutieren? Sollen wir ihn als Boss besiegen müssen? Ouroboros ist nicht der Tod. Jetzt einen Kopfschuss geben. Ach, scheiße, ein Brick. Ich hab dir vertrauen. Wir müssen auf die verschiedenen Container locken. Die ganze Welt wird gerettet. Du solltest hoffen, dass jemand dich rettet. Komm hierher. Nicht mehr viel Munition. Na komm, hier bin ich. Komm hier runter. Ja, Munitionsverschwendung auch noch. Ein primes Munition.
Komm hierher. Hier bin ich. Jetzt hier unten noch Container. Ich bin voll. Hier ist noch einer. Was machst du denn? Komm mal runter hier. Nimm mal beide runter. Der Verkehr ist nicht inzwischen hochgerannt. Jetzt kommen wir hierher. Hier bin ich. Na komm auf die. Ich muss noch so eine Blase schießen. Die Chancen haben wir dazu nicht mehr. Wir müssen einfach eigentlich warten. Bis dir sein Herz öffnet, oder bist du bis dahin, jetzt haben wir keine Möglichkeiten mehr, ihn zum Brennen zu bringen. Keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Keine Munition mehr. Was fürs Fellschaffen haben die auch nicht gedacht. Jetzt brennt er immerhin wieder. Aber nicht so lange. Da fliegt eine Claire. Messern oder was?
Sehr schön daneben geschossen. Da kommt sein Herz. Scheiße. Das war's dann. Beim nächsten Versuch ist noch was wir zu tun haben. Ich habe schon teilweise versucht, ihn zum Brennen bringen auf sein Herz. Dass das eine Boss-Arena wird, war mir klar, sobald ich das hier betreten habe. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munition. Was hilft das, wenn wir nicht mehr zu brennen kriegen? Ich will nur, dass alles vorbei ist. Und war's das? Das war's. Okay, wir haben es geschafft. So schwer war der wahrscheinlich gar nicht. Ich bin ihn nur einmal treffen und aufs. Aufs Herz gemusst. Das wäre wahrscheinlich in 5 Minuten gegangen. Aber ich zieh's natürlich gerne in die Länge. Anscheinend sind wir da. Gucken wir, was draußen ist. Es klingt aber nicht gut. Dachte ich mir, dass das noch nicht vorbei ist. Warum zum Fick ziehst du auf die... Wäre das deine Stunde? Du könntest mir helfen. Es ist nicht zu spät. Und deine Schuss bringt's natürlich. Sterb nicht! Oh mein Gott! Du sollst nicht hier drin sein, wie konntest du? Na komm, Valera, das ist deine Aufgabe. Ich kündige ihn. Gab's auch einen Achievement für. Man hätte das auch jetzt klären machen können. Weißt du, dass du mir zocken willst mit Moira? Ich habe, was ich brauche. Nichts wird mehr zwischen uns kommen, meine Süße. Du und ich werden gute Freunde sein. Oh. Wir werden innig miteinander verbunden sein. Sind die Kleine.
Nur ein Herz. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt Figur haben will. So, Treffergenauigkeit 81,5% S. Neue Versuche 11, ja. Dann haben wir ein paar. Ist noch ein paar Mal gestorben. Zeit A. Und wir haben ein paar Medaillen bekommen. Wir haben Fähigkeiten. Es gibt eher mehr Heilung. Definitiv. Wechselschub erhöhen die Feuerkraft für den ersten Schuss, nachdem die Waffe gewechselt haben. Auch sexy. Angriffsstück von neues Brecheisen. Prozentuelle Angriffsstärke für alle Angriffe für 5 Sekunden, nachdem sie den Charakter gewechselt haben. Ja. Und kann ich gar nicht. Ich nehme mal das hier. Klären wir, verwenden ihr Waffen, wenn vom Computer gesteuert. Wir können die noch ein bisschen schießen, während mit Claire spiele. Ist auch sehr hilfreich. Dafür hätte ich noch was, wenn ich es wahrscheinlich benutzen werde. Joa, na dann, ist doch ein guter Moment, um eine kurze Teampause zu machen. Danach geht's weiter. Spielen wir noch ein bisschen mit dem. Den Barry weiter. Aber was? Also das mit Barry spielt ja ein paar Monate später. Das heißt, die Kleine, wie wir jetzt gesehen haben, die kann ja jetzt nicht hier. Die kann ja hier nicht. Die ist safe. Die wird ja nicht. Die wird nicht drauf gehen. Und so ein bisschen Spoiler. Oder sie geht drauf, mutiert und. Wir wissen, warum wir so ein gutes Armband hat. Es, na, werden wir noch sehen, was hier alles noch kommt. Und kurze Pause. Gleich geht's weiter.